zur Montage der SmartCore-Akkus sind zwei Klettbänder bereit, mit denen ihr entweder am Oberrohr oder am Unterrohr, je nach Rohrdurchmesser, den Akku montieren könnt. Das Klettband fädelt ihr ein mit der Anti-Rutsch-Beschichtung nach oben durch den Akku. Ihr könnt den Akku entweder oben oder unten am Oberrohr befestigen. Okay. Zur Montage am Unterrohr eignet sich das lange Klettband am besten. Der Hardcase-Akku hat ein anderes Klettband als die SmartCore-Akkus, ein flexibles, wird auch etwas anders montiert. Da wickelt man das einmal um den Akku herum. Eine weitere Befestigungsmöglichkeit für die SmartCore-Akkus ist der Rolf V1. Der Rolf V1 wird so jetzt hier anstelle eines Flaschenhalters montiert oder alternativ kann man ihn auch mit Kabelbindern an jedweder Rahmenstelle anbringen. Der Akku wird da einfach seitlich eingeschoben.